Twitter und Elon Musk haben Konkurrenz bekommen. Am Donnerstag ging die App Threads des Facebook-Konzerns Meta in mehr als 100 Ländern an den Start. Damit greift das Unternehmen von Mark Zuckerberg seinen geschwächten Konkurrenten, den Kurznachrichtendienst Twitter, direkt an. Die App startete in den USA und mehr als 100 weiteren Ländern, aber nicht in der Europäischen Union. Meta verwies auf offene Fragen beim europäischen Datenschutz. Bei Threads können Nutzer, wie bei Twitter, Kurznachrichten in ein Netzwerk aus Followern posten. Threads ist an die Foto-App Instagram angebunden. Das ist der große Vorteil. Wer Threads nutzen will, kann sofort auf sein bestehendes Netzwerk aus Followern bei Instagram zurückgreifen. Twitter droht dem Facebook-Konzern Meta laut einem Medienbericht nun mit einer Klage wegen der Konkurrenz-App. Ein Twitter-Anwalt habe Meta in einem Brief vorgeworfen, für Threads vertrauliche Informationen und internes Wissen des Kurznachrichtendienstes verwendet zu haben.